Hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Okay. Ja, das habe ich gemacht. Wo ist denn mein Freund jetzt? Öffnest du bitte die Zellen? Der ist da oben im Wachraum. Bitte. Mach ich, meine Freunde. So, und auch hier müssen wir wieder schleichen. Schraub die Glühbirne raus. Genauso wie im Vorgänger. Da musste man auch sehr viel leise vorgehen. Ach du Scheiße, das ist ein Wachmann. Nein, bitte nicht. So, wo war das Schalter für die Zellen? Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen. Spartaner, Hals- und Beinbruch. Ach du Scheiße. Okay, jetzt gilt es, jetzt sind wir alleine. Keine irrsinnigen Dialoge mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier gut vorankommen. Was will? Was? Hab ich ihn gut abgelenkt oder was? Nun, Junge. Okay, weiter geht's. Wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Die Schlösser, da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. So, ich lasse mich jetzt von den Gefangenen hier nicht stören. Und ich muss gucken, vielleicht kann ich die irgendwie befreien. Ja, meint der, da oben gibt es einen Schalter. Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und der sehr gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Ich komme immer so ein bisschen... Oh mein fucking Gott. Ich komme immer so ein bisschen doofer, wenn ich nichts sage, aber... Es gibt immer noch sehr, sehr viel Dialoge. Das Ganze wird hier sehr für Anfänger gestaltet. Man muss... Oder man muss nicht, aber man kommt hier sehr einfach rein. Man findet hier sehr viel Erklärungen und... Würfmesser, an dem du C drückst. Was ist das denn? Okay. Was ist denn hier? Hallo, Zuckerpuppe. Wir haben einen neuen Eintrag gefunden. Oh oh. Kann man das Ding hier töten? Nope. Habe ich hier mein... Ist es jetzt runtergefallen, das Wurfmesser? Oh, Hilfe, nicht. Das wäre jetzt nämlich totale Verschwendung gewesen. Und ja, das ist irgendwie jetzt ganz schön verändert. Wieso ist es auf C? Ich weiß es nicht. Früher hatte man auf 1 das Messer und wenn man nochmal 1 drückt, hat man die Wurfmasse gehabt und dann linke Maustaste einfach werfen. Das war irgendwie einfacher. Uns ging es schlecht. Warum tut das nun so weh? Die bringen uns um, wenn sie dich hören. Leise. Und immer schön das Licht ausmachen, dass man hier so wenig wie möglich gesehen wird. Und ich hoffe, man versteht mich, denn die quatschen hier ja. In einer Tour durch. Was ist los? Scheiße, das tut weh. Sind hier irgendwelche
Oh, da. Aha, das ist mein Freund. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Okay. Dieser Knopf an der Wand ist für das... Verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Das ist ganz toll. Na gut, lass uns Verstecken spielen. Wie bescheuerte Kinder. Fritz! Fritz! Scheiße, Mann. Leute, wie kann das... In die Luftschleuse! Lass uns raus! Cool. Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett. So, ihn beklauen wir auch nochmal. Schick. Schließen! Mach sie zu! Und zack. Puh, wir sind aus dem inneren Block raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang. Danke. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Wir werden sie auch ohne erledigen. Los geht's, Kutter. Okay. So, können wir auch nochmal einen Schalter betätigen. Ich weiß jetzt aber nicht, wofür der ist. Und ja, man merkt, also ich merke frühzeitig, dass das Spiel, wie schon gesagt, einfacher gestrickt ist. Allein schon dadurch, dass man... Wir werden es gleich wieder sehen. Indem ich hier einmal E drücke und seine ganze Munition und alles, was er dabei hat, mit aufgenommen habe. Das war früher bei Metro 2033 nicht so. Da musstest du wirklich jeden einzelnen Patronengurt und Magazintasche entnehmen. Du musstest wirklich genauer die Leichen durchsuchen und... Man hat dann auch nicht einfach nur so einen blauen Balken gehabt, wenn man gesehen wird, sondern es war unterteilt in grün, gelb und rot. Also das Spiel scheint für mich jetzt schon etwas leichter zu sein. Das ist natürlich jetzt auch schon durch den Erfolg des Vorgängers ein bisschen mehr geprägt. Also der Mainstream, sag ich jetzt mal, dass man darauf achtet, wirklich mehr Spiele anzusprechen und nicht nur eine Zielgruppe. Damit sich das Spiel halt bestmöglich verkauft, ist natürlich klar. Aber bitte fall nicht runter, bitte fall nicht runter, bitte fall nicht, nicht runterfallen. Puh. Okay. Gib sie mir, Idiot. Moment, werde ich nicht gesehen. Oh, da kommt jemand. La 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 la. So, kann ich meinen Freund hier ausschalten? Ja, das ist nicht mehr an. Da ist was kaputt gegangen, ne? Das kann ja mal passieren. Auch sowjetische Glühbirnen gehen irgendwann mal aus. Das ist durchaus mal... Ah, das sind ja... Oh, das ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Jetzt werde ich hier voll gesehen. Hm, das ist jetzt so die erste Stelle, wo ich nicht mal genau weiß, wie ich weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob da oben Leute sind, aber er meinte, ich soll unten lang gehen. Eieiei. So, er geht jetzt wieder zurück. Kann ich hier auf die Map schauen? Nein! Auf die Map halt. Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Hm. Kann sein, dass ich jetzt gleich entdeckt werde. Das ist ja auch einer. Was muss ich denn machen?
Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Soll ich mich jetzt an den vorbeimogeln? So, da geht er jetzt hin, ne? Maul. Es ist ja trotzdem... Muss ich da durch? So, erstmal nachladen hier. Was ist denn mit meinem Freund, sag mal? Ist der hier erstarrt? Hörst du das? Der Anführer höchstpersönlich hält eine Rede. Die werden alle bei der Versammlung sein, einschließlich der Wächter. Genau wie an der roten Linie, glaub mir. Aha. Was haben wir denn hier? So, so, ich verstehe. Okay, auf der anderen Seite. Das genau wie bei dir. Jo. Und dann drück ihn. Schon passiert. Gute Güte, die meisten von ihnen sind entstellt, mutiert, Arme, Beine, Köpfe. Verdammt. Okay, genug. Oh. Wir verschwinden, bevor die... In Ordnung. Ich muss... So. Das wäre nur uns. Die Behauptung, wenn all die Mutanten sich reproduzieren, wird die Bevölkerung der Metro infiziert und in 2 oder 3 Generationen ausgestorben sein. Wir sind wie die Faschisten im letzten Jahrhundert. Wir kämpfen für die Menschheit. Abschauen. Ja, bis zur Auslöschung. Das sehe ich ebenfalls. Lass uns von hier verschwinden. Je eher, desto besser. Na dann los. Die sammeln die armen Schweine ein, sperren sich hier weg und, naja, niemand kommt lebendig wieder raus. Komm her. So scheiße. Was willst du denn? Ich habe in meinem Leben schon einiges gesehen, aber verdammt, das hier übertrifft alles. Du glaubst okay, nicht, was ich schon alles erlebt habe. Wir müssen von hier verschwinden, bevor die Versammlung zu Ende ist. In Ordnung? Ja. Komm her! Was will er denn eigentlich? Los geht's, Cooper! Oh Mann, jetzt quatscht er mich hier voll. Ich hätte einfach nur durchgehen müssen. Der Faschisten könnte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Pavel, mein Freund. Ja, und wir sind mittendrin bei den Faschisten und ihr seht die Zustände in diesem Lager. Also, ja, das könnte man wirklich schon als zweite Nazis irgendwie bezeichnen. Die da irgendwie die Leute gefangen nehmen, dann hat man gesehen, wie er sein Gesicht abgemessen hat und meinte, nur weil sein Kopf irgendwie unförmig ist, ist er mutiert und ihr kennt das alles, ich will das hier jetzt nicht nochmal groß, lang und breit erklären, ihr wisst, was da alles passiert ist und wie diese Menschen drauf waren, die ebenfalls Menschen was angetan haben, also ja, also wie gesagt, ich brauche da nicht viel zu sagen, weiter geht's.